Hallo zusammen, liebe Freundinnen und Freunde des Fantastischen. Wie ihr wahrscheinlich alle wisst, durch Videos hier auf diesem YouTube-Kanal oder Artikel und Postings auf phishinger-blog.de ist ja das Thema UFOs in den USA wieder einmal offiziell zu einem Thema in Regierungskreisen geworden, so kann man es schon sagen. Und jetzt hat kürzlich der Senator von Florida ein Interview gegeben mit CBS Miami und darin hat er einige sehr interessante Aussagen getätigt und da wollen wir uns mal die Hintergründe zu diesen Aussagen in diesem Video einmal näher ansehen. Der CBS-Reporter Jim DeFede hat am 16. Juli diesen Jahres 2020 diesen Senator von Miami, das ist der Marco Rubio, interviewt. Da ging es in dem Interview hauptsächlich über Corona in den USA und Maskenpflicht für die US-Bürger und solche Dinge. Eben Corona als weltweite Pandemie ist natürlich überall ein Thema. Aber es ging später in diesem Interview auch um das Thema UFOs, unbekannte Flugobjekte und UFOs und Militär und Army. Und diese Aussagen, die der Senator da getätigt hat, waren schon sehr spannend. In Deutschland ist das irgendwie völlig untergegangen. Ich habe da keine Berichte zu gefunden. Aber der Senator Rubio sprach dort über UFO-Sichtungen, über Militärbasen und dass dieses Phänomen gegebenenfalls von außerhalb unseres Planeten stammen könnte. Und so sagte der Senator da in dem CBS-Interview wortwörtlich, ich lese euch das mal vor, da sind Dinge, die über unsere Militärbasen und da, wo wir militärische Übungen durchführen, herumfliegen. Wir wissen nicht, was es ist. Es ist auf jeden Fall nicht von uns. Ehrlich gesagt, wenn es etwas von außerhalb unseres Planeten ist, wäre das auf jeden Fall besser, als wenn wir hier einen technologischen Fortschritt der Chinesen oder der Russen zu sehen bekommen. Der Senator Rubio spielt da weiter auf die nationale Sicherheit an und dass eingehende Untersuchungen dieses UFO-Phänomens dringend notwendig sind und eben dieses Phänomen erforscht werden soll. Nur warum äußert sich dieser Senator von Miami da in dieser Hinsicht und so offen und dass er sogar glaubt bzw. hofft, dass es nicht irgendwelche Technologien von Russen oder Chinesen sind? Das ist sehr interessant, denn er ist derzeit der Chef bzw. der Vorsitzende eines Komitees und zwar des Senat Intelligence Committee in den USA und das ist so eine Art, wie soll man es sagen, so eine Art Aufsichtsrat der US-Geheimdienste. Da gibt es ja sehr zahlreich, nicht so CIA und das ist so eine Art Überwachungsapparat der Regierung für diese Geheimdienste. Ob der wirklich immer funktioniert, ist natürlich jetzt eine ganz andere Sache. Aber wie dem auch sei, im Juni hat dieser Kongress beschlossen, dass UFO-Berichte und die UFO-Forschung, die UFO-Dokumentation unbedingt kontrolliert erfasst und erforscht werden muss. Ihr seht ja gerade hier so einige Pressebeispiele vom Juni 2020, also vom letzten Monat, wo das dann so ein bisschen in den US-Medien darüber berichtet wurde. Und dieser umfassende Bericht, also es soll ein umfassender Bericht erstellt werden für die Regierung der USA, für den Senat. Und da sollen Berichte vom FBI, sogar von Spionen, von Satellitentechnologie, von Militärs, von Geheimdiensten, all so etwas soll erfasst und dokumentiert werden und eben ein klarer Bericht für die Repräsentanten der US-Regierung erstellt werden, damit die endlich mal wissen, was ist denn da los. Ihr wisst ja, seit 2017 ist das Thema ja wieder hochgekocht, nachdem Navy-Videos da aufgetaucht sind, die irgendwelche unerklärlichen Phänomene zeigen, UFOs zeigen. Ich habe ja hier auf diesem Kanal einige Videos zu diesem Thema schon gemacht. Interessant ist, was letztmalig da die deutschen Medien rausgemacht haben. Die haben nämlich dazu ganz klar nur Fake News verbreitet. Ich verweise euch da mal auf einen Link, da habe ich das klargestellt, weil was die deutschen Medien, die deutschen Berichte da gesagt haben, was die US Navy zu diesen UAPs, eben zu diesen UFOs, wie man es ja langläufig sagt, behauptet haben, stimmte nicht. Denn in der Pressemitteilung der US Navy stand etwas ganz anderes. Da wurde nämlich gesagt, sie haben die Videos veröffentlicht, damit klar ist, das sind keine Fakes und jeder sich überzeugen kann. Und die deutschen Medien haben daraus gemacht, die wurden veröffentlicht, weil die US Navy um Hilfe bittet bei der Identifizierung dieser Objekte. Wie dem auch sei, ich habe ja gerade den Link eingeblendet, lest euch das mal da durch, was die deutsche Presselandschaft aus dieser Meldung gemacht hat. Klare Fake News. Aber wie dem auch sei, gehen wir mal weiter. Der
Der Gesetzentwurf zu diesem, sagen wir mal, zu dieser angeforderten Dokumentation von UFO-Berichten und UFO-Forschung sagt auch noch etwas ganz Interessantes. Da blende ich euch mal etwas ein, was da in diesem Gesetzentwurf steht. Und zwar, der Ausschuss ist nach wie vor besorgt darüber, dass es innerhalb der Regierung trotz der potenziellen Bedrohung kein einheitliches, umfassendes Verfahren zum Sammeln und Analysieren von Informationen über nicht identifizierte Luftphänomene gibt. Der Ausschuss ist sich darüber im Klaren, dass die relevanten Informationen sensibel sein können. Dennoch stellt der Ausschuss fest, dass der Informationsaustausch und die Koordinierung innerhalb der Nachrichtendienste uneinheitlich waren und dass dieses Thema von hochrangigen Führungskräften nicht beachtet wurde. Es wird weiter auch festgestellt, vielleicht sind ja UFOs irgendwie eine Geheimtechnologie von ausländischen Gegnern, in Anführungszeichen, so wird es da gesagt. Und dieser Senator von Florida, dieser Marco Rubio, ist eben der Vorsitzende dieses Ausschusses, dieses Komitees. Und deshalb kam er eben auf diese UFO-Thematik zu sprechen in diesem Interview mit CBS. Und es ist wirklich bezeichnend, dass er hofft, es sind Außerirdische, also dass sie nicht von unserem Planeten kommen. Denn wenn dem nicht so ist, dann wäre es eben eine Geheimtechnologie irgendeines anderen Staates. Er nennt halt im Interview Russland oder China. Das ist natürlich dann dahingehend wieder super interessant, denn da wird erneut eingestanden, die haben absolut keine Ahnung, was dieses UFO-Phänomen ist. Und er verweist ja sogar darauf, dass eben solche Phänomene über deren militärischen Anlagen, Militärbasen gesichtet und beobachtet werden. Und hier muss dringend eine Forschung ins Leben gerufen werden. Das ist quasi das, was die UFO-Forschung, die UFO-Fans seit Jahrzehnten fordern, eine staatliche UFO-Forschungsorganisation, um diesem Phänomen auf den Grund zu gehen. Jetzt kann man natürlich weiter etwas in die Zukunft spekulieren. Ja, wenn dem dann so ist und diese Geheimdienstberichte erstellt werden mit FBI und Satellitentechnologie und Spionen, was die so wissen über ausländische Technologien, wird das denn eins zu eins wirklich dann für die Öffentlichkeit freigegeben? Werden wir alles erfahren, was da drin steht? Es ist ja immer so eine Sache, ruckzuck machen die dann Haken dran, nationale Sicherheit, Top Secret. Und dann werden wir nichts davon erfahren. Aber es ist trotzdem sehr spannend, was da in den USA mal wieder vor sich geht, auch wenn es nur eine Aussage von einem einzigen Senator ist. Aber in den deutschen Medien ist das natürlich wieder völlig untergegangen. Die haben ja nur Corona im Kopf. Andere Themen interessiert die offensichtlich nicht. Sehr spannend. Wir werden natürlich weiter alles beobachten, was über den großen Teich in Sachen UFO-Phänomen Forschung so vor sich geht. Wenn ihr die Informationen, wenn ihr euch das gefallen hat, das Video, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Ihr könnt auch gerne eine Premium-Mitgliedschaft abschließen auf meinem Kanal. Seht ihr alle Videos, die ich hier so hochlade, vor allen anderen. Und vergesst kein Abo dazu lassen. Drückt dabei das Glöckchen. Ich freue mich auf eure Kommentare für dieses kleine Video, für diese kleine Information. Und damit sage ich mal Tschüss, ihr Lieben. Bis zum nächsten Video. Euer Lars.